einfach nur orange und weiß. Hey, danke schön für deinen Kommentar. Wenn ihr einen weiteren Farbvorschlag habt, schreibt die gerne in die Kommentare. So, welche Farbe ist aber am Ende entstanden? Ich gebe euch wie in jedem Video einen Tipp. Die entstandene Farbe ist ein leuchtendes Sonnengelb. Außerdem ist der Name genauso gleich wie eine spanische Inselgruppe, die vor der Sahara liegt. Alle wissen jetzt, welche Farbe entstanden ist. Die Farbe heißt Canary 13. Okay, nun zeigen wir euch, wie die Farbe an der Wand aussieht. Wir machen das aus folgendem Grund. Um einfach so wenig Farbe wie möglich zu verschwenden. Das ist uns sehr wichtig. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Außerdem wäre es für euch zu schade, den weiteren Fortschritt zu verpassen. Wir sind kurz vor den 100.000 Abonnenten. Es ist nur ein Klick, womit ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank an jeden, der uns unterstützt und diesen Kanal abonniert hat. Was sollen wir als nächstes mischen?